Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde. Die Kara ist wieder zurück und ich auch, der Wiedersammler. Und wir müssen Zlatko sein Essen bringen. Müssen uns allerdings erinnern, weil wir unsere Kleine retten wollen. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Alles klar, auf den hier. Bring den Kadaver weg. Nach nebenan. Die Schwester ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Uhr hat mich gegen eine beschissene Buch einfach allein. Hast du mich verstanden? Ja, Zlatko. Ich will aber nicht. Ich gehe jetzt einfach snooker. Ah, okay. Das war auch doof. Manchmal muss ich ja das machen. Luther! Luther? Ja, Slako. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schaue, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slako. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Oh, okay, ich muss mich erinnern. Schnell, ich habe nur 10 Minuten Zeit. Wer ist das Mädchen? Da drin. Wow. Nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Ach, der will gar nicht raus? Egal. Noch 8 Minuten. Okay, was muss ich denn? Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Okay. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Nein. Schnurzbaby. Was? Bringt mir das was? Ich glaube nicht. Boah, ey, jetzt muss ich hier Stückchensuche machen. Was? Alice. Alice im Wunderland, ja, genau. Alice? Habe ich es geschafft? Habe ich mich erinnert? Finde Alice. Das machen wir jetzt. Wo war das denn jetzt? Einige Bewohner Detroits wurden heute Morgen von einer wilden Verfolgungsjagd aufgeschreckt. Was
war jetzt nicht ganz so geschickt. Egal. Ich habe aber auch so viele Räume. Weißt du, geil. Ah. Hihi, ich habe den richtigen gefunden. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Ja, Kara, du bringst die Kleine auch nur von einer Scheiße in die andere. Luther! Ja, Slatko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleine. Sofort, Slatko. Was? Nein, nein, nein. Hier rein. Versteck dich. Ich mich? Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Das ist ja ein mega Versteck, das ich mit ausgesucht habe. Sie kann nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Worauf wartest du noch? Such sie! Ich würde jetzt wahrscheinlich als erstes reingucken. Nee. Achtung, er kommt. Nein, verkackt. Okay, das war so. Nein! Was zum... Alter! Alter! Lauf, 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 lauf! Weglaufen ist zwecklos. Ihr könnt mir nicht entkommen. Jetzt! Alter! Ich hab richtig gedrückt, das ist doch scheiße. Richtungsangaben. Alter. Das Versteckspiel ist jetzt vorbei. Nein, ich habe den Bären befreit. Sie sind da drüben. Den Bären abgeknallt, die Sau. Zum Glück habe ich den Bären befreit, ey. Alter. Was? Nein, die Tür ist zu. Vordertür, Hintertür. Vor der Hintertür weiß ich nicht. Vordertür ist definitiv zu, haben wir probiert. Warum? Gewarnt. Okay, jetzt geht's um alles. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? Abweichler. Was fehlt euch ein?
Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Ja, warte mal. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Schwierig. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Wow, okay. Alles klar. Da müssen wir jetzt aber einmal reingucken. So. Da. Genau, das ist der Punkt, wo ich mich wahrscheinlich selbst hätte befreien können. Monsterzelle beobachten, in an Alice Buch erinnern, angeben der Jacke erinnern. Achso, das sind noch andere Sachen, wo ich hätte finden können. Okay. Wir können den Speicher wiederherstellen. Oder eben auch nicht. Und verkacken. Dann hört sie mich hier auf. Schrank verstecken oder auch nicht. Entdeckt werden. Ja gut, das habe ich verkackt. Also man hätte sich vielleicht doch rausschleichen können tatsächlich. Das ist mein Ding. Okay. Gut. An dieser Stelle machen wir heute eine kurze Folge. Wir machen kurz Pause, sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Bleibt also dran und dann mal gucken, wie es weitergeht. Bis dahin, sage ich tschüss und ja, ich bin raus.